Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Ich kaufe grundsätzlich nichts an der Tür. Wie wäre es dann mit einer ganz herzlichen Umarmung? Überraschung! Elisabeth! Ich hab dich überhaupt nicht erkannt. Tja, habe ich mir aus Marokko mitgebracht. Schick, oder? Sehr interessant. Komm doch erst mal rein. Ja. Wie lange bist du denn schon da? Ich bin, wie du siehst, gerade eben gelandet. Und ich habe mir gedacht, bevor ich zum Schloss rausfahre, da komme ich bei dir vorbei. Melde mich zurück und gebe dir dein Mitbringsel. Oh, wie schön. Du siehst toll erholt aus. Ja, das bin ich auch, Charlie. Wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein paar Wochen so viel ausmachen. Ich bin ein neuer Mensch. Komm, wir setzen uns. Du musst mir alles über Marokko erzählen. Ja. Was heißt denn hier, Rebecca weiß Bescheid? Tristan hat mir erzählt, dass ihr plant, Alexa und ihren Vater zu erpressen, indem ihr illegale Pelze in der Kollektion verarbeiten lasst. Was soll das? Hatte ich dir nicht klar gemacht, dass niemand außer uns etwas von diesem Plan erfahren soll? Rebecca ist nicht niemand, sie ist unsere Schwester. Darum geht es nicht. Ich wollte, dass sie da nicht mit reingezogen wird. Ich steck da schon mittendrin. Es geht hier um meine Kollektion. Ja, gut. Jetzt, wo du Bescheid weißt, ist es sowieso müßig, weiter darüber zu reden. Aber dir ist hoffentlich klar, dass ab jetzt niemand mehr etwas erfährt von diesem Plan, ja? Sicher. Was ist denn mit Elisabeth? Was soll mit Elisabeth sein? Ja, soviel ich weiß, kommt sie heute aus dem Urlaub zurück. Ja, und? Sie hat doch mit den Geschäften bei LTL nichts zu tun. Ja, aber sie gehört doch zur Familie. Versteht ihr das nicht? Dieser Plan kann nur funktionieren, wenn die Bergs keinen Verdacht schöpfen. Je mehr Leute davon erfahren, desto größer die Gefahr, dass irgendwas durchsickert. Du glaubst doch wirklich nicht im Ernst, dass Elisabeth so dumm ist und sich verplappert. Es bleibt dabei. Wir halten Elisabeth da raus. Was für ein Stöffchen. Und die zarten Farben. Ja, gibt's auch in ganz bunt, aber das ist ja nicht so dein Fall. Apropos, ich habe auch was für dich. Oh, warte mal. Bitte sehr. Ja? Oh, nein. Och, ist das schön. Sag mal, ist das von dieser amerikanischen Firma? Mhm. Ich wusste, dass es dir gefällt. Und ich wusste gar nicht, dass man das jetzt auch hier bekommt. Ich habe es von John, meinem neuen Kellner, mitbringen lassen aus den Staaten. Er hat es sogar am Zoll vorbeigeschmuggelt. Das war ein richtiges kleines Abenteuer. Ach, dieser Abenteuergeist. Wenn man davon doch etwas für den Alltag bewahren könnte. Ja. Stimmt. Elisabeth. Sebastian. Erholst du aus? Der Urlaub scheint dir gut getan zu haben. Ja, danke. Das hat er auch. Na, hast du einen guten Flug gehabt? Ja, hatte ich. Rebecca. Ja, schön, dass du wieder da bist. Auch ich freue mich, auch so euch zu sehen. Ja, jetzt, wo ich euch sehe, da merke ich eigentlich erst mal so richtig, wie ich euch vermisst habe. Ja, ja, lass uns doch nicht hier in der Halle rumstehen. Sebastian, komm, erzähl mal. Habe ich irgendetwas Wichtiges verpasst? Ach, ja. Tanja liegt im Koma. Ja, kurz nachdem sie Ansgar gezwungen hatte, sie zu heiraten, ist ein Aneurysma bei ihr geplatzt und hat ein Blutgerinnsel in ihrem Hirn verursacht. Was sagen denn da die Ärzte? Sie soll nochmal operiert werden, aber es kann niemand sagen, ob oder wann sie wieder aufwacht. Gott, das ist ja schrecklich. Wie lange lebt sie denn schon? Seit einer Woche. Warum habt ihr mir nicht Bescheid gesagt? Ich wäre doch sofort gekommen. Wir wollten dich nicht beunruhigen. Ja, du hättest ja auch nicht so viel tun können. Na, hör mal. Ich hätte bei euch sein können. Ja, sicher, aber wie du siehst, sind wir ja ganz gut zurechtgekommen. Und ich wollte, dass du deinen Urlaub mal ganz unbeschwert genießen kannst. Aber jetzt sind wir natürlich froh, dass du wieder da bist. Ja, ich habe auch noch einiges zu erledigen, aber ich denke, wir haben bestimmt noch die Möglichkeit. Später. Ja. Könnte ich dich später noch mal kurz sprechen? Klar, wir können das auch sofort machen. Ja, du brauchst bestimmt etwas Ruhe nach deinem langen Flug. Nein, brauche ich eigentlich nicht. Dann lasse ich dich erstmal in Ruhe ankommen. Und ich lasse derweil ihr Gepäck auf ihre Suite bringen. Ja, danke, Justus. Ach, Gräfin, wenn Sie mir noch die Bemerkung gestatten. Es ist schön zu wissen, dass Sie wieder zurück auf Schloss Königsbrunn sind. Danke, Justus.
Schön. Hast du das aus Marokko mitgebracht? Für wen ist das denn? Das ist für mich. Charlie hat es mir geschenkt. Echt jetzt? Ja. Und mir gefällt es. Mir auch. Ich dachte nur nicht, dass du auf sowas Wert legst. Worauf denn? Auf schöne Wäsche? Nein, ich dachte nur, ach, es steht dir bestimmt ausgezeichnet. Ich war einfach nur überrascht, weißt du. Du bist irgendwie so anders in letzter Zeit. Inwiefern? Naja, du hattest eine Affäre mit einem jüngeren Mann und dann fährst du allein in Urlaub und kommst zurück und bist so, ja, so voller Energie. Ich genieße das Leben. Was ist denn falsch daran? Gar nichts. Es ist nur eben überraschend. Und dann diesen Kittel, den sie anhatte. Du hast das ja nicht gesehen. So ein Umhang, wie man ihn in der Wüste trägt. Ich bin mir sicher, dass es sich dabei um ein ausgesucht elegantes Kleidungsstück handelt. Aber wir sind hier nicht in der Wüste. Vielleicht will sie einfach was Neues ausprobieren. Neuheiten probiert man aus, wenn man jung ist. Die Gräfin ist eine Dame im besten Alter. Und in so einem Wüstenkittel rumzulaufen. Frau Linse, würden Sie mir bitte einen frischen Minztee zubereiten? Selbstverständlich. Und geben Sie doch eine Spur Kardamom dazu. Kardamom? Gräfin Elisabeth. Ja, so trinkt man ihn in Marokko. Sehr gerne. Ein wirklich sehr elegantes Kleidungsstück, Gräfin, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten. Steht Ihnen ausgezeichnet. Danke, Justus. Charlie, du bist meine älteste und beste Freundin. Bitte sag mir, bin ich gerade dabei, mich komplett lächerlich zu machen? Ach, ich finde schon die Frage alleine lächerlich. Dann denkst du also nicht, dass es unangemessen wäre, wenn ich in meinem Alter noch Lust auf Abenteuer und Neues habe? Nein, es ist, wenn du mich fragst, genau das richtige Alter, um Lust auf Neues und Abenteuer zu haben. Elisabeth, sieh es doch mal so. Du hast jetzt keine Familie mehr, die von dir abhängig ist. Keinen Partner, nach dem du dich richten musst. Keine Verpflichtungen mehr. Vielleicht ist es das erste Mal in deinem Leben, wo du tun kannst, was du willst. Du hast auch noch das nötige Kleingeld dazu. Aber wie kommt es dann, dass man scheel angeguckt wird, wenn man zum Beispiel erklärt, dass man noch gerne schöne Dessous trägt? Na ja, schau dir doch mal die Werbung für Dessous an. Die Models sind doch nie älter als 18. Kann sich die Welt doch gar nicht vorstellen, dass man als Frau über 50 daran noch Spaß hat. Aber ich bitte dich, nur weil man älter wird, verschwindet doch der Spaß nicht. Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, ich kann Leidenschaft jetzt viel mehr genießen als früher. Das kommt durch die jahrelange Erfahrung. Ach ja. Weißt du was? Das wird Zeit, dass das Bild in der Gesellschaft sich ändert. Ach, ich glaube nicht, dass sich das umkrempeln lässt. Wieso? Versuch wär's doch wert. Was willst du denn tun? Lass mich mal eine Nacht drüber schlafen. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Idee. Wie zu erwarten war, hat die Presse äußerst positiv auf die Nachricht reagiert, dass Damien Wood ebenfalls für unsere Pelzkollektion designt hat. Oder zumindest einen Namen dafür zur Verfügung stellt. Ein überaus geschickter und überraschender Schachzug. Danke. Morgen. Oh, ich möchte nicht stören. Elisabeth, wir sind mitten in einer Besprechung. Eine halbe Stunde habe ich Zeit für dich. Kevin Landstein, mich freute, Sie wiederzusehen. Oh, die Freude ist ganz meinerseits. Ach, bitte setzen Sie sich doch zu uns. Nein, nein, danke. Ich möchte wirklich nicht stören. Allerdings, da ich hier gerade alle zusammen habe, würde ich doch gerne etwas besprechen. Wir sind hier gerade in einer Geschäftsbesprechung. Na prima, das passt sehr gut. Bei meinem Vorschlag handelt es sich nämlich
um eine Geschäftsidee. Na wunderbar. Dann hören wir uns doch an, was Sie sich ausgedacht haben. Ja. Einen Moment. Das hier hat eine Freundin mir geschenkt. Das gehört Ihnen? Ja. Und ich finde es ein Jammer, dass derlei nur als Importware aus den USA zu erhalten ist. Elisabeth, Entschuldigung, worauf willst du hinaus? Ich schlage vor, dass LCL eine eigene, hochwertige Dissous-Linie in Kooperation mit dem amerikanischen Partner herausgibt. Ich wäre bereit, mich um alles zu kümmern. Das ist sicherlich eine hübsche kleine Idee, aber wir beschreiten mit der neuen Pelzkollektion schon Neuland. Vielleicht besprechen wir das Ganze zu einem späteren Zeitpunkt. Ja? Nein, nein, ich finde das eigentlich super. Ich trage selbst Wäsche von dieser Firma. Ach. Haben Sie denn schon konkrete Vorstellungen, wie die Kooperation funktionieren könnte? Ja, die habe ich. Das ist zwar nur eine Arbeitskalkulation, aber ich denke, man kriegt eine ganz gute Vorstellung, wie das Ganze aussehen könnte. Den Verkauf würde ich über exklusive Ladenlokale in gehobenen Vierteln abwickeln. Für Düsseldorf habe ich an einen kleinen Laden an der Kühe gedacht. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Zumal wir ja wenig investieren müssen und auf der anderen Seite einen hohen Gewinn einstreichen. Für die Bewerbung stelle ich mir übergroße Plakatfolien vor. Dafür brauchen wir natürlich guten Fotografen und Topmodels. Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Wir sollten allerdings im Auge behalten, welche Kundschaft wir ansprechen wollen. Frauen, die heiße Dessous tragen? Ich habe vor allem an ältere Frauen gedacht. Wie, so um die 30? Nein, Frauen um die 50 plus. Und daher sollten wir auch gezielt mit reiferen Models werben. Also, das ist jetzt ein Scherz, oder? Nein, ich glaube, Elisabeth meint das alles so, wie sie es sagt. Trotzdem. Also, das halte ich für keine gute Idee. Dessous sehen nun mal an jungen Frauen am besten aus. Aber die 17-Jährigen, die in diesen Anzeigen zu sehen sind, die können sich doch so teure Wäsche gar nicht leisten. Das heißt, es ist eine Werbung, die vollkommen am Zielpublikum vorbeigeht. Aber sie ist ästhetisch und funktioniert. Ich bin mir sicher, Werbung mit älteren Models würde auch funktionieren. Man muss es nur erst mal probieren. Also, ich scheue ja normalerweise kein Risiko, aber es geht mir jetzt doch ein bisschen zu weit. Ich würde vorschlagen, wie gesagt, wir reden zu einem späteren Zeitpunkt noch mal darüber und widmen uns jetzt wieder der Pelzkollektion. Ja? Das bedauere ich aber sehr, dass hier offensichtlich die Ansicht vorherrscht, reifere Frauen könnten nicht aufgeschlossen, erfolgreich und sexy sein. Ich werde euch das Gegenteil beweisen. Und wenn es sein muss, ohne LCL. Diese Göre. Die möchte ich mal sehen, wenn die in unserem Alter ist. Du willst es also jetzt wirklich alleine aufziehen? Jetzt habe ich es gesagt. Was denn, wenn ich jetzt einen Rückzieher mache? Dann fühlen die sich doch nur bestätigt. Also ich finde es toll. Und wenn du Geld brauchst, ich unterstütze dich jederzeit. Ach, Charlie, Geld, das ist ja nicht das Problem. Aber ich bin, was die Modebranche angeht, völlig unbekannt. Und LCL würde mit seinem guten Namen natürlich für eine gute Vermarktung garantieren. Du suchst das Abenteuer. Und das findet man nicht, wenn man sich auf ausgetrampelten Faden bewegt. Du meinst also wirklich, ich soll das ganz alleine machen? Nicht alleine. Zusammen mit mir. Ich bin Feuer und Flamme für deine Idee. Und wir werden denen mal zeigen, dass wir Best-Ager-Frauen wirklich zum besten Alter gehören. Charlie! Ja, auf zu neuen Ufern, oder? Ja! Und es gibt viele Menschen da draußen, die genauso denken wie wir. Nicht nur da draußen. Ihr Auftritt vorhin hat mich beeindruckt. Na, das ist ja schön, Ihre Tochter allerdings weniger. Sie ist jung. Die Jugend denkt, sie wird ewig. Warum haben Sie dann nichts gesagt? Meine Tochter soll sich bei LCL ausprobieren. Ich überlasse ihr alle Entscheidungen. Wenn Sie allerdings wirklich vorhaben, Ihr Konzept selbstständig umzusetzen, dann würde ich mich gerne daran beteiligen. Wie sähe denn diese Beteiligung aus? Ich besitze Immobilien auf der Kühe. Wenn Sie dort einen Laden eröffnen wollen, stelle ich Ihnen gerne einen zur Verfügung. Also, was sagen Sie?